So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Teil 6, richtig, Joel? Richtig. Ja, wir sind schon wieder da. Na, alles gut, mein Freund? Ja. So, jetzt bin ich noch leicht verwirrt. Wir hatten einen kleinen Mikroausfall, aber alles behoben. Ein neues, schönes Mikro glänzt. Sehr gut. Ja, heute Abend wieder Partytime, ganz klar. Oliver Pocher am Start, liebe Freunde. Jetzt werden manche sagen, was macht der denn hier? Ich sage euch eins, der Olli ist nicht nur DJ, der war früher DJ. Also wir haben das ja heutzutage oft, dass so 5000 C-Promis sagen, sie wären DJs und haben das dann irgendwie mal so gerade im Blind-Schnellkurs gelernt. Ist beim Oliver Pocher nicht der Fall, kann ich euch versprechen. Wir können uns auf ein geiles Set freuen. Der Olli war vor seiner TV-Karriere DJ und er hat auch in der ganzen Zeit, danach hat er sich immer mit dem Thema beschäftigt. Wir können uns auf was gefasst machen. Es wird eine coole Nacht, es wird ein geiles Set. Der Olli wird rocken, da bin ich mir ganz sicher. Und danach gibt es natürlich noch Autogrammstunde, Fotoshooting und alles, was dazugehört, Lieben. Und da fällt mir gerade noch ein, Moment, da war da noch was. Genau, in 14 Tagen, Mädels, der Bachelor kommt. Der Bachelor hat eine Freundin. Ja, die Katja, ja, aber die ist nicht dabei. Mädels, ne. Was immer das heißen mag, jedenfalls, der wird hier sein. In der Nacht der Rosen für alle lieben Mädels, die dann auch kommen werden. Und den Männern kann ich nur raten, kommt besser auch, weil eindeutig viele Frauen hier bei uns am Feiern. In 14 Tagen beim Bachelor. So, ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt vor. Wir gehen jetzt mal rein, schauen rum, schauen, was so los ist. Lächeln nett in die Runde und dann geht's ab. Ochs, wie immer, ganz klar, eindeutig, Ochs und die Party geht ab. Yeah, Freunde! So, Bartosch, mein Lieber, jetzt, da sind wir schon wieder. Genau, sind wir wieder. Unglaublich. Ja, heute Abend, Mensch, du legst heute Abend hier auf in der Black. Richtig. Sehr gut. Also da können wir uns ja schon mal qualitativ drauf verlassen, dass es hier richtig abgeht später. Ja, ich denke mal schon. Ich hoffe auch, ne? Die Leute auch. Da bin ich mal gespannt, was der Olli noch drüben macht. Aber ich denke, der geht gut ab, oder? Ja, heute Abend Oliver Pocher. Ich denke mal, das wird mega sein hier heute Abend, so genau wie letzte Woche auch. Ja. Bei den Ärzten. Und du auch? Ja, bei mir ist alles gut immer. Ich habe ja ein neues Mikro, lala. Sehr geil. Sehr geil. Gott sei Dank, neues Mikro. Ja, beim Olli Pocher, der kann ja auflegen. Der war ja früher DJ, ne? Die meisten wissen das gar nicht. Die denken immer alle, der wäre auch nur so ein X-Promi, aber der ist ein A-Promi. Kann man nicht anders sagen, der läuft im Samstagabendprogramm. Also, ich denke, die Party geht ab, oder? Auf jeden Fall, die Party geht ab. Heute Abend Ochs. Freunde, die Party geht ab. Yeah, yeah. So, Mädels, ihr seid heute Abend hier wegen Oliver Pocher, ja oder nein? Ja, natürlich. Wird hier nachher abgefeiert, richtig? Wird aber gefeiert? Richtig, wir feiern auf jeden Fall. Sehr gut. Also nochmal für alle zum Mithören. Oxo, die Party geht ab, oder? Yeah. Auf jeden Fall. So, Freunde, sensationell. Oliver Pocher heute Abend hier live on stage. Oliver, unglaublich, dich als DJ hier zu haben. Also ein Wunder für mich. Ich habe auch schon mit einigen Leuten gesprochen, du warst früher DJ. Stimmt das wirklich? Also du hast früher aufgelegt, vor deiner TV-Karriere? Ja, also was heißt war's? Ich bin es die ganze Zeit gewesen. Ich habe schon angefangen wirklich mit 15, also jetzt vor fast 20 Jahren. Und habe das dann vor der Viva-Zeit aktiv betrieben und habe auch als Resident in diversen Großraumdiskotheken in und um Hannover aufgelegt. Absolut, ja. Und dann ging es halt mit Viva los und dann fing es so 2005, 2006 wieder an, dass ich so langsam mehr und mehr Auftritte gemacht habe. Ja. Und jetzt seit 3-4 Jahren ist es wieder relativ viel geworden. Da habe ich gesagt, jetzt müssen wir es mal auf den nächsten Level heben und jetzt sind wir mit Kontor und bringen halt auch Singles raus und produzieren selber und jetzt geht es den nächsten Level. Ja. Ja, genau, zu dem nächsten Level. Planst du da schon was? Irgendwie eine neue Produktion oder
mehr eigene Sachen noch, ja, jetzt in Zukunft? Ja, wir haben jetzt also, This Is EDM war praktisch der Startschuss, jetzt ja, kommt Kick Some Ass, ist ja, jetzt cool, die neue Nummer, das kommt ja jetzt Ende des Monats raus und dann werden wir im 2-3 Monatsrhythmus irgendwie auch produzieren oder auch hier und da mal einen Remix haben und werden auch im Sommer Richtung Balearen, irgendwie Mallorca, Ibiza gehen und so. Also ja, also wir wollen, das jetzt schon auch über Deutschland hinaus, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich nehme das jetzt schon ernst. Sehr gut. Hör mal, sind da noch irgendwo Videos oder Bilder aus der Zeit von dir als DJ? Gibt es da sowas? Bestimmt. Also Videos, damals hat ja keiner mit dem Handy das irgendwie mitgefilmt, ja, oder so. Da müsstet ihr mal im Inkognito in Celle, das gibt es auch noch irgendwie, ja, fragen. Da gibt es bestimmt gibt's noch Fotos. Und ich habe, es gab eine Olli Goes Viva Party, die ich ja da gefeiert habe mit ja irgendwie DJ Sammy, Luna, Mickey ja Krause, und Blümchen damals noch und alle sind irgendwie, das war ein halber Dome, den wir da organisiert ja haben in Celle. Da gibt es bestimmt noch Material. Da gab es auch eine Viva-Special-Sendung zu, das ist aber 2000 ist das gewesen. Aber kannst du nicht mal was online stellen oder kann man das bei dir nicht irgendwo finden auf der Seite? So, da müsste ich meinen Vater fragen. Da müsste ich meinen Vater fragen, der hat jede Sendung von mir irgendwie archiviert. Ja. Ja. Das müssten wir dann mal von VHS auf DVD, auf Stick, auf YouTube dann bringen. Genau. Ja, weil da haben wirklich einige gefragt, weil ich meine, das ist ja eine andere Generation und die haben wirklich gesagt, ja, der Olli, ich habe auch mal gehört, der war DJ oder die meisten sagen, ich weiß es nicht. Doch, doch. Und du kennst das ja, weißt du, die ganzen Promis, ja, du bist ja nun auch Promi, aber es gibt ja, ja viele, die jetzt DJ spielen so oder so, weiß ja, wie das ist, ne? Und bei dir ist es ja wirklich so und deshalb finde ich das auch wichtig, ja, und interessant, weil du bist ein echter DJ. Ja, ich kenne das ja auch irgendwie, die Klischees, die da kommen und dann gibt es ja auch mal Leute, die ja nochmal schreiben, ja, haha, also wie schon gesagt, die Leute können gucken, ich lege mit Sticks auf, aber da ist nichts vorgemischt, nichts vorgemixt. Ich spiele so am Abend, wie es dann irgendwie ist. Natürlich habe ich mehr oder weniger eine Setlist, die ich mehr oder weniger spiele. Aber wie gesagt, jeder ist herzlich eingeladen, immer vorbeizukommen, sich das anzuschauen. Wir werden sehen, dass ich halt wirklich auflege, mische und der Abend dann so läuft, wie er läuft. Ja, ich glaube das auch. Ich nehme auch an, es wird rocken heute Abend, Leute. Auf jeden Fall. Wir werden jetzt die Show mal schön reinziehen. Alles wird gut. Du hast auch noch jemanden dabei, sehe ich gerade hier. Ja, heute mit voller Besetzung. Ihr habt irgendwie Pyro organisiert. Es gibt Robots. Also wir machen halt, wir machen schon auch drumherum irgendwie eine kleine Show. Es ist halt nicht einfach nur, dass man auflegt, sondern wir versuchen schon den Leuten da ein bisschen was zu bieten. Ja, sehr gut. Freunde, fantastisch. Olli, super, dass du hier bist. Wir wünschen dir allen Erfolg der Welt, den es gibt. Auch in der nächsten Zeit international. Und vielleicht sehen wir uns in Ibiza mal gemeinsam am Stadtrömer. Ja, sehr gerne. Stefan Raab und Oliver Pocher. Ja, nichts anderes. Okay, Freunde, danke schön.
So, liebe Freunde, die Party war wie erwartet gigantisch. Oliver Pocher hat den Laden gerockt. Und zwar mit einem außergewöhnlichen Support, muss ich dazu sagen. Hatten wir nicht mitgerechnet. Giovanni Zarella war mit dabei als Vocal. Fantastisch, absolut genial das Ganze. Und er hat hiermit bewiesen, er ist ein geiler DJ, hat ein super Set gerockt, fantastisch. Uns hat's gefallen, den Leuten hat's gefallen, alles gut. Wir hoffen, er kommt irgendwann nochmal wieder. Wenn er denn dann jetzt, also wenn er so weitermacht mit Produktion, wenn er denn dann noch bezahlbar ist für uns. Okay, das hoffen wir mal. Was haben wir noch nächste Woche? Erstmal ganz normal Abi-Party und danach die Woche. In 14 Tagen kommt wer? Na, der Bachelor, Ladies. Der Bachelor rückt an. Und das bedeutet für die Herren der Schöpfung, wenn der Bachelor hier hinkommt, ist die Bude voller Frauen. Eindeutig, oder? Also Männer, ich kann euch auch nur empfehlen zu kommen. Da, wo der Bachelor ist, sind schöne Frauen. Ladies, wo der Bachelor ist, ist alles gut. Ich würde sagen, die Party war genial. Wir sehen uns in 14 Tagen. Ox, und die Party geht weiter. Dankeschön. Okay, ladies and gentlemen, goodbye.